So Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute gibt es ein älteres Sortiment. Mega Power von Nico mit dem alten Nico-Label. Und wir fangen zuerst erstmal an mit Pyro-Cracker. So. 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 Sieht so aus. Und so von vorne schön zugestopft. Und ich mache jetzt das mal ein. Sehr gut. Und noch ein. So. Und noch den dritten. Das war's. So. Als nächstes haben wir die Paketcrackermatte. Genau. So. Als nächstes haben wir, okay, dann machen wir als nächstes mit den D-Ballern weiter. So sieht sie aus. Importeur Georg Richter, Hersteller des Bopiep. Und, oh, sieht richtig gut aus, guckt mal an. Fette Wandung. Und bei denen erwarte ich mehr. Ja. Und noch ein. Sehr gut. Und den dritten nochmal. Sehr gut. So, jetzt kommen wir ein bisschen zu den größeren Kalibern. Und zwar, wir haben einmal Superböller 2. Superböller 1. Ebenfalls mit Importeur Georg Richter und dem Hersteller Bopiep. Und ja, gucken wir uns die Böller. Oh, die sind ja richtig. Einer ist runtergefallen, ist nicht schlimm. Hinten, die Wandung ist wirklich extrem hart und vorne sehr gut zugestopft. Und so. Superböller 1. Sehr gut. Und noch ein. Schöne, ruhige Lunte. Wie es sich gehört. Und den letzten nochmal. Sehr gut, Freunde. Jetzt kommen wir zu den nächsten Kalibern. Das wäre kubische Kanonschläge. Die sehen so aus. So. Kann man das gut sehen, ne? Sehr gut in der Verarbeitung. Und man kann hier jetzt nicht die NEM-Zahl sehen oder so, weil das ja schon älter ist. So. Und wir machen gleich noch einen. Sehr gut. Jetzt kommen wir zu den Fröschen. Kaliber B, genau. So sehen sie aus. Kann man was sehen? So. So. Sind zusammen. Oh, das ist ja richtig fest zusammengewickelt hier. So. Na, müssen wir das mal hier. So.
Okay. Die waren jetzt nicht so berauschend. Und noch ein. So, als nächstes geht es um die Luftheule. Die werde ich jetzt so einfach hoch in der Hand fliegen lassen. Ich hoffe, das kommt auch gut bei der Kamera an. So. So, die Verarbeitung sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Und so, da wollen wir anfangen. Na, war doch okay. So, Freunde, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen nach oben nicht vergessen, Freunde. Und für mehr Videos, habe ich gerade versprochen. Und ich hoffe, dann wird ihr auch so einen guten Tag gehabt haben wie ich. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.